Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich habe hier zwei E-Bikes stehen. Das Talk steht auch noch hinten. Und das hat der Thomas dem Steve mal geliehen für jetzt ein paar Touren. Mega cool, dass wir mal zusammen jetzt eine E-Bike-Tour fahren können. Und yes, der Steve kommt jetzt gleich vorbei. Und dann geht's ab auf den Trail. Wir machen eine ganz gemütliche Trailrunde und fahren ein paar Strecken ab. Ich lade jetzt noch beide Akkus hier gerade, beziehungsweise der Convoy ist schon voll. Und dann geht's ab. Let's go! Was geht ab, Leute? Wir sind schon im Wald. Wir sind der Steve. Von E-Bike! Von E-Bike! Er freut sich jetzt schon auf den Uphill. Ich freue mich auf das Leuchten im Gesicht. Thomas, ich liebe dich! Thomas, du bist geil! Ja, wir machen jetzt den ersten Uphill. Mal gucken, wie die Trails hier aussehen. Ich habe gar keine Ahnung, war ewig nicht hier. Ich hoffe, es ist nicht zu viel kaputt. Vom Sturm noch und von, ja, vielleicht Leuten, die einfach keine Trails haben wollen. Radeln jetzt mal hoch und dann schauen wir mal. So, wichtig, Bremshebel anpassen, ne? An die richtige Form. Ich finde übrigens auch die Griffe richtig geil. Ja, die sind auch sehr geil. Das feiere ich auch. Ist alles geil in diesem Fahrrad gerade. Ja, Steve feiert das E-Bike übertrieben. Hab ich mir schon gedacht, dass er sich freut. Bin ja nicht mal uphill gefahren, einfach mal nur berghoch. Bestes Fahrrad aller Zeiten. Ja, Thomas, du musst auf jeden Fall die Bremshebel wieder umstellen, wenn du es wieder hast. Wir müssen die ein bisschen anpassen, ne? Dass da eine Linie ist. Ja, wir machen jetzt gleich die erste Trailabfahrt. Und dann bin ich mal gespannt auf das Feedback vom Steve. Und dann muss ich auch dringend mal mein Bike wieder sauber machen. Steve ist einfach sogar so heiß, dass er direkt vorgefahren ist. So, das macht er sonst nicht. Ja. Verrückt, was aus dem Steve so ein E-Bike gemacht, ey. Ja. Damit haben wir hier nicht gerechnet. Wieder eine Brille mitnehmen sollen, Alter. Okay. Ja. Und? Das rollt ja ganz schön. Das ist schneller. Ne? Da muss man die Bremse noch ein bisschen warm kriegen hier. Ja. Schiebt halt auf steilen Abfahrten. Toll. Lass mal den einmal entspannt abfahren, gucken, ob da Bäume liegen, oder? Versuch den Drop mitzunehmen und dann den Step up hoch oder so. Komm ich nicht rüber, Junge. Ah, den Step up ist geschafft. Steve ist einfach so heiß, Leute. Steve ist einfach heiß. Ah, ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel Luft eben in den Reifen getan.
Leute, der Steve ist so krank motiviert. Das habe ich ihn noch nicht auf dem Fahrrad gesehen, ne? Ich glaube, wir brauchen ein E-Bike für den Steve. Wo ist er jetzt hin? Ah, er kommt zurück. Ich glaube, der will einfach die ganze Zeit fahren. War ich nicht richtig committed. Ich dachte erst so, mach ich nicht. Junge, der hast du aber richtig schön gemacht. Ja, der war echt gut. Ja, sah richtig gut aus. Ja, kann ja auch passieren. Ja, hier will ich dich gleich hochfahren sehen, ne? Bro, Skala 1 bis 10, wie hype bist du jetzt auf E-Bike? Ja, E-Bikes sind übelst scheiße. Es macht gar keinen Sinn, mit einem E-Bike zu fahren. Oh Junge, es ist so geil, Alter. Es ist so geil. Das ist so entspannt, man kann so viel und das fühlt sich auch richtig. Junge Thomas, Alter, was machst du wieder? Steve, so verliebt. Ja, Leute, wir machen eine kurze Rast. Ich meine, guckt euch das mal an hier. Ja, einfach bei mir zu Hause vor dem Tür. Oder lass zum Spaß einmal den Uphill-Trail fahren. Ja, wollte ich ja. Da wollten wir doch lang, oder? Ja. Ja, wir kommen so oder so in die Hart rein. Eigentlich egal wie. Die ersten Trails haben wir abgeklappert. Steve hat langsam eingefahren. Jetzt gehen wir ein bisschen Trail scouten. Ich wollte schon öfter mal gucken, was es noch so gibt. Und da wir beide beim E-Bike unterwegs sind, bietet sich das ja heute an, dass wir mal gucken gehen, was es noch so gibt. Ich bin richtig gespannt. Ich hoffe, wir finden was Cooles. Und wir nehmen euch natürlich weiterhin mit. Ja, ja. Und dann kam rechts runter ging es dann, meine ich. Ja, irgendwie rechts runter. Das war wohl nix. Nee. Alter, das ist ja übel steil. Ja, Mann. Ja, bisher noch nicht fündig geworden. An dem Steve fehlt ein Balken. Er hat es schon ein bisschen traurig gesagt, dass schon ein Balken weg ist. Ja, hier ist überall noch der Boden gefroren. Richtig hart. Hier dürfen wir nicht stürzen, Bro. Nicht? Nee, das tut weh auf gefrorenem Boden. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo wir sind, ne? Nee. Ah, radeln wir weiter hoch. E-Bike Power. Vielleicht finden wir ein, zwei Abfahrten irgendwo. Mal Trail Fox durchsuchen jetzt. We'll be right back.
haben, auf der grünen Wiese stehen und einen Schornstein sehen. Ist ja durch. Mann. Ach, ein E-Bike. Das ist was ganz Tolles. Bio-Bikes? Scheiß drauf. Leute, wir fühlen es richtig. Das ist so geil, ich kann einfach einschlafen gerade. Das ist so Porno. Boah. Das ist einfach auch unnormal leise hier, ne? Schiebt mir die Natur gerade so rein, das ist so geil, ey. Ich hab mich gerade richtig wild. Oh. Oh. Thomas, als allererstes großes Dank an dich, dass du diesen Tag hier möglich gemacht hast und also es muss halt wirklich nicht immer ein krasser Bikepark oder krasse Trails sein. Einfach mal mit dem Rad rausfahren und dann auf einer Wiese in der Sonne liegen. Leute, ich sag euch, dieser Tag hat mir mindestens genauso viel gegeben wie ein Tag in Winterberg. Also klar, man kann das nicht so ganz miteinander vergleichen, aber es war einfach mega gut, hat mega gut getan. Und einfach mal, um runterzukommen, eine entspannte Runde zu fahren. Ich finde, dafür sind E-Bikes einfach genial. Leute, lasst gerne ein Abo da. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Schönes Wochenende, schönen Tag, wann auch immer ihr das Video schaut. Und wir sehen uns dann bald schon wieder im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.